Es liegt ein Zauber in der Luft. Du kannst ihn sehen, folgen, mit ihm gehen Richtung Abenteuerland. Nur das Lachen dort sieht sich alles für dich drehen. Freu dich auf den Tag, auf das, was du magst. Vorhang auf, komm mit uns in den Heidepark. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ja, der 100. Vlog hier von uns auf unserem Kanal. Wir befinden uns hier jetzt 3 Tage lang im Heidepark Resort. Dann nehmen wir euch natürlich wieder mit und vielleicht wird es ja sogar ein etwas längerer Vlog. Aber zunächst beginnt erstmal der Vlog. Los geht's, der Spaß beginnt. Erleb unsere Welt, sie ist nur für dich bestimmt. Tauch ein, du wirst es lieben. Lachen und staunen, Gänsehaut kriegen. Schließ die Augen zu und siehst. Fang die Träume. So, die erste actionreiche Fahrt hier im Peppa Pig Land im Heidepark Resort. Es gibt ja tatsächlich schon einen eigenen Peppa Pig Park. Der ist allerdings in Grünsburg und zwar neben dem Legoland. Dann erlebe den Tag mit uns im Heidepark. Dort Explorus triffst du hier. Er zeigt gern seine Welt. Lächeln ins Gesicht, lach zurück, denn es ist ihr Herz, das mit dir spricht. Lass den Nervenkitzel zu oder komm auch mal zur Ruhe, dann erleb den Tag bei uns im Heidepark. Du wirst neue Welten entdecken, Drachen heut sehen, Peppa Pig treffen. Und wieder runter, das Leben ist bunt, jetzt wird es noch bunter. Jage Geister, sei bereit, es ist Ghostbusters Zeit. Oh yeah. Oder sei Pirat, bei uns im Heidepark. Los geht's, der Spaß beginnt, erleb unsere Welt, sie ist nur für dich. Tauch ein, du wirst es lieben, lachen und staunen, Gänsehaut kriegen. Schließ die Augen zu und siehst, fang die Träume ein, genießt, dann erlebe den Tag mit uns im Heidepark. Los geht's, der Spaß beginnt, los geht's, der Spaß beginnt, los geht's, der Spaß beginnt. Guardiana.
Oculus. Draculus. Da! Sie hat den Zauberspruch gemacht. Captain Morgan! Endlich habe ich euch gefunden nach all den Jahren. Soldaten, legt an! Feuer! So, so, ihr kennt meinen Namen. Darf ich den Neuhigen auch erfahren? Den braucht ihr euch gar nicht erst zu merken. Noch ein letzter Kampf und dann seid ihr und dieses lästige Piratengesindel ein für alle Mal ausgerottet. Und ich kann mich endlich zur Ruhe setzen. Na dann, werde ich jetzt mal einen wohlverdienten Vorruhestand schicken. Behalte euch, es ist gleich tiefer. Weil ihr uns mit Blut getrunken und gewürfelt habt. Nicht mehr lange, nicht mehr lange! Thank you.
schönen guten Morgen. Der zweite Tag hier für uns im Heidepark. Ein bisschen windig heute und etwas bedeckt. Die Hoffnung ist, dass es nicht so voll wird. Also auf in den zweiten Tag im Heidepark-Resort. In diesen Indianern hat auch einmal diese Chueros hier einmal geholt. Schmecken eigentlich wie Quarkbällchen. Ja, und davon brauchen wir halt zwei Packungen. 12 Euro für ein paar Fries. Bei sechs Kindern, ja, nein. So. So. Einer geht noch. Mach ihn. Einer geht noch. Nein. Oh, er lädt nur mit Feuer. Nee. Ein hab ich. Das okay, krieg ich überhaupt was bei allen? Ja, was ist da mit zu dem? Oder so? Oder.
Mops oder den? Den! Den hier? Ja! Dann nehmen wir so einen Helden. Einer so einem Helden wollen die Kinder gerne anziehen. Du bist auch eigentlich. So, wir kriegen Frischen. Wir kriegen Welpen jetzt. So, jetzt dürft ihr euch was wünschen und dann wird er heute Nacht lebendig. Und Gewinner! Cool, danke! Tag Nummer 3 im Heidepark Resort. Ja, heute scheint es voller zu werden als die letzten Tage. Herzlich willkommen im Peppa Pig Land. Hallo zusammen, ich bin Peppa Pig. Und das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Ja, Familie Wutz scheint wohl heute außer Haus zu sein aus dem Heidepark, denn die
Zugfahrt ist auf jeden Fall zu. Beim Dino-Reiten sieht es gerade auch nicht besser aus. Die machen haben auch nicht gerade auf. Und ja, die Ballonfahrt funktioniert. Bei der Bootsfahrt weiß ich ehrlich gesagt gerade nicht. Aber ich höre kein Nebel. Im Laden von Herrn Fuchs kann es jetzt sehr teuer werden, denn er hat ja bekanntlich alles nur im Fünferpack. Pepperwurz Rasierschaum für die Hardcore-Erwachsenen-Fans. Das waren auch schon wieder unsere drei tollen Tage hier im Heidepark Resort, hier im Abenteuerhotel, wo wir übernachtet haben und drei Tage im Heidepark selbst dann waren. Ja, super toll, toller Aufenthalt, eigentlich ja wie immer. Tolles Essen, tolles Frühstück, können wir nur empfehlen. Und ja, jetzt werden wir uns auf den Weg nach Hause machen und damit ist der Vlog auch quasi beendet. Wenn euch das Video gefallen hat, dann wird uns sehr ein Like und ein Abo doch freuen. Kommentiert auch ganz gerne, wenn ihr im Heidepark Hotel auch schon mal wart, welche Zimmernummer ihr vielleicht auch hattet und welchen Themenbereich ihr dort besucht hattet. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Vlog wieder. Dann bis dann, das war der 100. Vlog von uns. Ciao, ciao.